So, hallo, der Marc vom Piercingstudio Wien. Grüße euch. Bei uns ist warm, deswegen sind die Arme heute hochgekrempelt. Und wir haben hier ein hübsches Mädel. Wie heißt eigentlich nochmal? Schüler vergessen. Kathi, grüß dich nochmal. Hallo. Goldene Nägel. Ja? Ist ein Freund, der so schön abends immer gekrault stundenlang, oder? Ja. Ja, boah, der hat's gut, ja. Auf der Weise. Das wird die Mama aber nicht hören. Wie alt sind wir denn? 16. Ja, ich glaube, wenn meine Tochter 16 ist, will ich das auch nicht hören. Ja. Aber ich werde es auch nicht hören, ich werde den Keller einsperren. Da hört man nichts mehr. Ich gebe den Fix. So, also, wir haben überlegt, ob wir es links, rechts oder oben oder unten machen. Wir machen quasi ein Madonna-Piercing. Ne? Oben und unten haben wir nicht überlegt, sondern nur links und rechts. Und wir sind jetzt letztlich auf rechts gegangen. Ob es eine gute Wahl wird für dich. Willst du es denn betäubt haben? Ja, bitte. Ja, bitte? Ja. Okay. Zieh mal meine Lippe kurz hoch. Nicht erschrecken. Ist okay, so lassen. Darfst du die Hand wieder runterlassen? Ich bin da weg. Also, die Betäubung, die wirkt zu langsam. Deine Zunge wird auch taub. Viele Kunden denken dann immer, ja, meine Zunge ist tauber als die Lippe. Und sagen, ja, kannst du nochmal auf die Lippe sprühen, meine Zunge ist so taub. Das ist normal, die Zunge ist von der Sensorik viel empfindlicher. Das heißt, die nimmt das Betäuben viel mehr wahr als deine Lippe selber. Und deswegen denkst du halt vielleicht am Anfang, Mensch, meine Zunge ist tauber. Aber das ist nicht der Fall, also keine Angst. Die Lippe wird super taub. Setz dich mal so her, dass du hier vorne runterbaumelst mit deinen Beinchen. Ein Madonna-Piercing, und das ist wichtig, ja, ein Madonna-Piercing muss hoch genug sitzen. Wenn es zu weit unten sitzt, dann macht es eigentlich den Mund traurig. Ja? Und wir wollen eigentlich positiv aussehen. Deswegen auch Mundwinkel nach oben, Lachen auch erzeugen. Ja? Und dieser Sexappeal von Madonna-Piercing kommt nur dann, wenn es auch weiter oben ist. Madonna, Marilyn heißen die Dinger ja auch eben wegen eben Madonna und Marilyn Monroe, die eben diese berühmten Muttermale an der Stelle hatten. Sollen wir Mund zumachen? Dann ist die mal an. Wir haben also einerseits das Lippenherz, das sind diese zwei Höcker, über die gehen wir auf jeden Fall drüber und dann machen wir es nicht direkt unter der Nase, weil das soll noch nicht aussehen, als ob sich gerade aus der Nase rausgerutscht wird. So, lach mal. Richtig. Ja, geht doch. Schau mal. Nimm und spiel mal in die Hand. Lach dich selber auch mal an. Also es soll dir gefallen, wenn du in den Spiegel guckst, vom Gefühl her. Wir können noch mehr rausgehen auch, wobei ich finde, es sollte schon immer noch den Konnex zur Lippe haben. Also wenn man zu weit nach außen geht, ist es oft, verlierst du den Zusammenhang zum Mund. Ja, und es sollte schon irgendwie noch bei den Lippen sein und nicht irgendwo jetzt im Gesicht sitzen. Ja, passt. Ja? Mhm. Gut. Was meint die Mama? Fast das Vertrauen in mich. Mama hat einen Baseballschläger dabei, ich bin total angespannt. Ja. Lass mich nicht anmerken, aber eigentlich bin ich komplett fertig. Ja. Okay. Das weh? Ob es weh tut? Naja, betäubt haben wir es. Ein bisschen was spüren wirst du schon, klar, weil irgendwie ein Stich durch die Lippe ist immer da, aber es ist wirklich überschaubar. Ja, du wirst es schaffen. Glitzersteine haben wir gesagt, ja, ne? Oder? In weiß, in rosa, in hellblau. Es gibt zwei Größen, eine 2,5 und eine 3 mm Kugel. Ich zeig dir mal, hier ist mal eine 3 mm Kugel, beides mal 3. Also das finde ich eine recht schöne Größe. Ist jetzt zwar ein Medusa, aber eine ganz gute Größe, sagt die Mami. Die kleine. Oder ich würde das kleine nehmen. Aber sie gleich groß, hast du nicht verstanden. Macht nichts. Ist schon altersblind. Achso. Danke sehr, lieb. Ich bin doch bekannt für meinen Charme. Ja? Den muss ich doch alle Ehre machen. Sie haben mich reingelegt, weil unten war das Glitzer, deswegen. So. Größere, oder? Ja. Das wäre das Kleine. Jetzt zeige ich dir mal auch nochmal das Kleine. Schau mal, jetzt siehst du klein und groß im Unterschied. Das Gegenteil, was ich sage, also bitte. Die Kinder machen immer andersrum, meinst du? Ja. Ja, ist oft so. Also wir haben oft den Fall, wenn die Eltern sehr gepierst und tätowiert sind, dass die Kinder dann zumindest, wenn sie so 14 sind, eigentlich eher gegen Piercing sind. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt als Zuschauer. Aber oft machen die Kinder genau das Gegenteil von den Eltern. Wenn du tätowierte Eltern sagst, Tattoos sind scheiße, Mann, wie sieht denn ihr aus? Und wenn du es nicht hast und die Eltern sagen, nein, bloß kein Tattoo, kein Piercing, ja, komm, geht schon, ne? Also, ja, bin mal gespannt hier. So, dann werden wir mal
vorbereiten. Also Stablänge nehmen wir 10 mm, ich lasse es immer ein bisschen länger, damit du, wenn die Schwellung kommt, genug Platz hast, auch zum Putzen, zum Reinigen, und ansonsten sollte die Länge wirklich passen. Wenn du wirklich das Problem hast, dass du jetzt mega anschwellen solltest, was ich nicht glaube, dann kann man immer noch einen längeren Stab einsetzen. Das habe ich ja wirklich alle 5 Jahre einmal, dass ein Kunde wirklich so eine atomgroße Lippe kriegt. Ja. Wobei man noch sagen muss, jetzt gibt es Frauen, die haben wirklich von Haus aus große Oberlippen, auch oft wegen Hyaluron und anderen Mitteln. Und da muss man dann oft auch den Stab, den ich bei ihr nehme, nicht nehmen, sondern muss wirklich mega Apparate nehmen. Ich habe eine Kundin, wirklich Lippen wie ein Schlauchboot, ist wirklich brutal. Ja? Also, aber die steht da auch dazu. Wenn die reinkommt, die steht schon quasi fast hinten an, wenn sie vorne drin ist. So groß sind die Lippen, wirklich brutal. Aber ich darf das sagen, selbst wenn die da wäre, die wäre nicht böse. Aber bei der brauche ich einen Stab 14 mm. Das ist so ein Teil, ja, dass die überhaupt durch die Lippe durchkommt. Aber solange du das nicht machst, und wenn du irgendwann mal, wie gesagt, falls es keine sein, du bist mit 20 Mal da die Lippen größer machen, auch kein Problem, falls die Leute zuschauen. Also man kann auch immer so ein Piercing halt die Lippen aufspritzen lassen. Und Zahnspange hat sie auch. Ja, das ist doch eigentlich ganz süß, oder? Findest du nicht schön? Nicht mehr. Das reicht, oder? Wann ja. Hast du denn noch? Der sieht eigentlich fast gut aus. Ich und wie lange brauchst du noch? Bis September. Naja, hoffen wir, dass das nicht lügt. Also meistens musst du immer noch ein halbes Jahr zuhören, was die sagen. Aber egal, dann besser bis Weihnachten. Aber gut, der lohnt sich auf jeden Fall, schöne Zähne zu haben. Aber Zahnspange bis den wird nicht stören. Ab und zu am Anfang, wenn der Stab lang ist, kann es sein, dass du dich da unten ein bisschen einfängst. Und Draht, glaube ich, Gummis hast du auch noch drauf. Mhm. Ja, das habe ich auch. Ich habe das auch auf volle Programm. Ja, übel. Dass du dich da ab und zu mal einhängst. Das wird am Anfang nerven. Aber spätestens, wenn es gekürzt ist, kürzere Stecker drin sind, verspreche ich dir, ist es vorbei. Also dieses Hängenbleiben ist nur am Anfang, wenn überhaupt. Und da muss einfach ein bisschen ja, Geduld haben. War noch ein kleiner Tipp von mir, wenn wirklich jemand ganz oft hängen bleibt, ja, wird bei dir nicht der Fall sein, aber es gibt Leute, die haben das, dann kann man sich wirklich die ersten 2 Tage, wenn man merkt, ich bleibe immer hängen, dann ziehe ich mir echt die Oberlippe beim Essen weg. Sieht natürlich toll aus, also werde ich nicht unbedingt den McDonald's machen, aber wenn man daheim ist, kann man das machen, dann hast du das Problem nicht. Wird bei dir sicher nicht nötig sein, aber für die Zuschauer ist das ein ganz heißer Tipp, wenn man sagt, man wird wirklich verrückt und bleibt immer hängen, dann einfach die Lippe kurz wegziehen beim Essen. Okidoki, dann starten wir. Denk mal, sollte dein Mund mittlerweile taub sein, oder? Ja. Ja, gut, let's go. So, also ich habe gerade gesagt, nach 3 Wochen im Schnitt wechseln wir das aus. Manchmal wechsle ich mir dann das auch schon nach 2 Wochen aus oder 2,5, je nachdem, wie gut die Schwellung wieder weggeht. Aber im Regelfall sind es 3 Wochen, da ist man auf der sicheren Seite. Okay. Wenn du aber sagst, hey, ich werde total verrückt mit dem Stab, dann mache ich es auch gerne einen Tick früher raus. Ja? Also guck mir einfach an, wie die Heilung ist. So, du machst einfach gar nichts. Guckst mich an mit den Rehaugen, ganz große Augen hat sie. Guckt. Ganz locker bleiben. Das war's schon. Und was schlimm? Naja. Es pocht. So. So. Super. Das war's schon. Die Mama fächert sich. Oh mein Gott. Das nächste Mal bleibe ich draußen. Die haben das eigene Fleisch und Blut durchsticht, ne? Ja. Eltern leiden für ihre Kinder. Definitiv. Aber schau, sie sieht eigentlich ganz gut aus. Also sie fühlt sich nicht aus, als ob sie irgendwie schlecht wäre, ne? Und steht ihr gut, finde ich süß, schau mal. Natürlich ist es am Anfang nicht so sexy wie später, wenn das Ding jetzt noch ein bisschen lang ist, ja? Ja. Mach mal kurz damit. Das ist doch süß, ich finde es schön. Das wird ein bisschen rausstehen am Anfang, das ist normal, ja, das braucht man auch, weil eben diese Länge wichtig ist, wenn die Lippe anschwillt. Aber wenn wir dann in 2 Wochen oder in 3 ein kürzeres drin haben, dann wird es richtig cool aussehen. Okay. So, tu mal einmal ganz kurz einen Tick in die Kamera gehen mit deinem Piercing. Gib mir einen Schatz, so sieht man gut. So. Hast du Fragen? Pflege müssen wir noch besprechen, ne? Mhm. Kennst du wahrscheinlich eh schon von YouTube. Ich erkläre es trotzdem nochmal kurz. Also generell 2-mal täglich bitte reinigen. Okay. Erster Schritt sollte sein, Hände werden gewaschen, Zähne werden gründlich geputzt. Ja? Das machst du eh, wie man sieht. Gerade bei Zahnspange immer ganz wichtig. Nach dem Zähneputzen bitte mit Pantolin Mundspülung ausspülen. Okay. Kriegst du bei uns noch. Da ist ein Messbecher dabei, nimm dir so 20 ml davon, in den Mund rein, 1 Minute lang gründlich ausspülen, wenn du ausgespült hast. Bitte einfach, was haben wir da noch liegen, ausspucken und dann nicht mit Wasser nachtrinken, sondern einfach den Rest im Mund drin lassen.
Ja. Okay. Für unterwegs würde ich mir echt kaufen den Ponte den Mundspray. Der ist echt gut, der sprühst du dir am Tag 10, 15 Mal ein, nach allem, was du geraucht, gegessen, getrunken oder geküsst hast. Wobei Küssen jetzt am Anfang eher Blödsinn ist, gerade wenn du noch Fremdbakterien im Mund kriegst. Generell wird es jetzt nicht tragisch, aber wenn jemand ein bisschen Husten hat oder sowas, die Mama freut sich, genau, wird nicht mehr geküsst. Ja. Dann, ja, schade, das werde ich meinen Zweifel nicht. Später ist dann wieder wurscht. Und Dampfbad, Solarium, Sauna und Schwimmen gehen tust du mir bitte die nächsten 3 Wochen nicht. Wenn du ins Wasser gehst, bis hier. Mhm. Meerwasser wäre erlaubt. Seen und Flüsse, ja, wenn die Wasserqualität passt, auch. Aber Pool, also Chlorwassergeschichten, eher weglassen. Ja. Okay. Wenn jemand einen eigenen Pool hat, ist es meistens auch viel geringer das Risiko als in einem öffentlichen Pool. Weil natürlich auch viel weniger Leute da sind, als es auch noch 10 Masken jetzt. Gut, wenn du Haare färben willst oder so, das könntest du rein theoretisch machen, wenn es der Friseur macht und die Haare nach hinten ausgewaschen werden. Okay. Rauchst du? Nein. Nee. Muss jetzt sagen, die Mama guckt schon. Ne? Ja, sie raucht wirklich. Brav, nein, sehr gut. Also nicht rauchen, haben es immer leichter und es ist auch besser. Frauen sollten nicht rauchen. Okay. Und dann ist es nicht gut. Und Alkohol trinken wir auch nicht viel, ne? Brav, perfekt. Also, dann haben wir alles. Papa. Perfekt, okay. Ah, gegen den Papa. Ja, haben wir es wieder. So ist es. Also, Milchprodukte noch, das wirst du vielleicht essen und trinken. Bitte die nächsten 3 Tage Frischmilchprodukte meiden und eben alles, was jetzt wirklich Rohschimmelkäse ist. Also alles, was pasteurisiert ist, kannst du essen und trinken. Eh fast alles, aber jetzt nicht irgendein, keine Ahnung, Naschmarkt, irgendein Spezialkäse oder eine frische Kuhmilch würde ich auch lassen. Also eine Haarmilch kann ich nicht machen. Okay? Fragen? Für Schmerzen, also kann ich das mit Bepanthen auch außerhalb? Mm. Nein? Okay. Bepanthen ist schlecht. Bepanthen ist ein tolles Mittel, wenn du einen leichten Kratzer hast oder dich irgendwie da, ich habe die Kratzer mit Bepanthen aufschmieren, soll ich da machen, aber das ist für sowas gedacht, nicht für Piercing-Pflege. Du hast Pontolin, Mundspülung und für außen brauchst du das Pontolin-Spray. 2-3 Sprühe kommen außen, habe ich noch gar nicht gesagt, vor lauter Pontolin-Spray außen drauf, 30 Sekunden einwirken lassen den Spray, der sieht so aus. Dann mit der Küchenrolle 2-3 Sprühe auf die Küchenrolle geben, dass die feucht ist, außen die Stelle putzen und dann das Pontolin Gel drauf schmieren. Das kannst du drumherum schmieren. Okay. Ne? Das ist dafür auch da. Und dann tust du das Piercing sanft bewegen. Die Mundspülung kannst du vorher nehmen oder nachher, das ist letztlich Geschmacksfrage. Ich würde vielleicht erst außen starten, ich würde mir die Zähne putzen, dann würde ich außen starten, dann innen und dann bist du fertig. Okay. Ne? Aber bitte keine Bepanthen und sowas schmieren. Lippenstift, wenn du das möchtest, kannst du drauf tun, der kommt dann nicht an die Stelle dran. Und wenn du ein bisschen eine Gesichtscreme machen willst oder eine Gesichtspflege zum Abschminken, ist alles kein Problem. Ja. Okay. Okay? Gut, noch Fragen? Nein, das war's. Gut. Dann danke, dass du das filmen lassen. Ich danke. Steht dir gut? Ich finde die Stelle, bist du mit der Stelle zufrieden? Ja. Finde ich, steht dir gut. Ja, doch. Passt, wirklich schön. Was sagst du? Ich sag nichts mehr, ich bin schwerst gebadet. Na. Ich sag nichts mehr. Hübsch. Okay, also danke nochmal, euch danke fürs Zuschauen. Wir sagen tschüss, ciao, baba.